herzlich willkommen in der Deutschen Oper Berlin, an einem Ort, den Sie normalerweise als Publikum gar nicht zu Gesicht bekommen, dem ehemaligen Mahlsaal, der jetzt als Probebühne dient. Im Moment probt dort unsere Neuproduktion Les Vêpres Siciliennes, Verdis erste Grand Opera für Paris, geschrieben, dort 1855 uraufgeführt. Es ist gerade Probenpause, aber die Primadonna der Produktion, die Darstellerin der Hélène, die Sopranistin Hulka Sabirova, probt jetzt gerade mit ihrer Begleiterin Elda Laro das berühmteste Stück aus dieser Oper, den Bolero der Hélène, Merci, jeune ami. Wir werden die beiden jetzt mal etwas belauschen und wenn wir Glück haben, beantworten sie uns vielleicht auch ein paar Fragen zu diesem Stück. Herzlichen Dank, Hulka Sabirova und Elda Laro, für diesen Einblick in die Probenarbeit zum wohl berühmtesten Stück aus Verdis Le Vêpres Siciliennes, dem Bolero der Hélène, im letzten Akt dieser Oper. Ja, im letzten Akt, da steht man als Sopranistin schon eine ganze Zeit auf der Bühne. Ist es dann was Besonderes, da noch so ein schweres Stück singen zu müssen? Ja, die Herausforderung ist da. Man stand auf der Bühne, hat viel gesungen, viel dramatischeres Zeug, viel lyrischeres Zeug, etwas, was gesangstechnisch absolut anders ist. Aber ich sehe diese Arie als der Punkt, wo die Freude kommt. Das sagen wir so, Hélène ist jemand, der ständig immer leidet, die hat immer Tod ihres Bruders vor ihren Augen, das ist etwas, was sie verfolgt, dadurch kann sie die Liebe zu dem Henri nicht empfinden und das ist, glaube ich, der einzige Augenblick, wo sie etwas Hoffnung empfindet und Freude. Und wenn man die ganze Linie daraufhin arbeitet, hilft das einem, weil man möchte auch irgendwann aus diesen Ketten des Leidens sich befreien, um etwas Schönes zu empfinden. Und das kann man hier machen. Und das dauert wirklich nur die paar Minuten, dann geht es wieder runter ins Leiden, ins nicht wissen, was man tun soll, dieser Spagat zwischen Liebe und diesen Schmerz. Das Stück heißt Bolero
Und eigentlich stellt man sich unter Bolero ja etwas ganz anderes vor, so wie man das von Ravel. Moore hat ein sehr langsames Stück. Das ist hier aber eigentlich eher italienisch, ja. Süditalienisch. Wenn man nach Sizilien oder an Sizilien denkt, denkt man ja eher an eine Tarantella sonst, also an Schnelles und Temperament. Oder was ist das Besondere an diesem Bolero? Das ist für mich auch gefragt die ganze Zeit, warum Bolero eigentlich? Warum in Sizilien? Sie ist eine österreichische Großadel. Und ich glaube, also, das liegt daran, dass es hat auch ganz großen politischen Grund, weil es geht auch hier um Pierre d'Aragon, der aus Spanien kommt und um Sizilien zu unterstützen. Und die Österreicher waren Verbündete damals von Spanien. Und Helene ist eine aus Österreich, Gräfin von Österreich. Und die Vermutung ist dann auch da, dass trotz in der Hochzeit sogar da wird die Note gesetzt der Hoffnung, dass die Hoffnung ist auch irgendwie mit Spanien verbunden. Ich glaube, das ist so zweierlei Freude. Erstens, es kommt viel aus Spanien. Und zweitens, Liebe. Und das verbindet sich. Kann sein, dass es eine der Ideen war von Verdi, warum er ausgerechnet hier ein Bolero sitzt und nicht ein Hochzeitslied komponiert, was für ihn gar kein Problem wäre. Ja. Ja. Wir haben also Spanien, wir haben Österreich, wir haben Italien, aber die Oper ist in französischer Sprache geschrieben. Ist das eigentlich eine große Ungewöhnung, Verdi auf Französisch zu singen? Ja, ja. Das ist so, weil ich singe sehr gerne auf Französisch, aber es singt sich anders auf Italienisch. Es ist eine ganz andere Vokalbildung, die etwas anders klingt, anders sich anfühlt. Aber wenn man damit arbeitet, gewöhnt man sich daran. Aber Unterschied ist da. Ja, ja. Es ist auch wichtig, dass man auch die französische Sprache einfach beherrscht. Ui. Und das untergangen das. Ja. Prima. Dann sind wir alle sehr, sehr gespannt auf die Premiere der Vêpres Siciliennes, die es an der Deutschen Oper Berlin ab 20. März zu sehen gibt, in französischer Sprache natürlich, in der Urversion, so wie Verdi es für die Pariser Oper geschrieben hat. Ich hoffe, Sie sind dabei. Herzlichen Dank, Holger Sabirova und Elda Laro. Vielen Dank.